Real Mystery. Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde. Es geht um einen weiteren neuen Beitrag. Unser Thema heute sind unbekannte Seeobjekte, genannt auch UFOs. Eines der bekanntesten Sichtungsorten ist der Baikalsee in Russland. Denn in den letzten Jahren häufen sich die Berichte und Meldungen aus dem Baikalsee in Sibirien über rätselhafte Sichtungen und seltsame Ereignisse. Der Baikalsee ist eines der tiefsten Süßwassergewässer. Er beträgt mit einer Tiefe von 1642 Meter und mit mehr als 25 Millionen Jahren der älteste Süßwasser der Erde. So berichtete Valerie Rudensov im Jahre 1987 von einer seltsamen Begegnung. Sie sah in der Region Irkutsk zusammen mit 12 anderen Personen etwas Außergewöhnliches. Gegen 0.20 Uhr ging einer unserer Jungs in den Garten. Ein paar Sekunden später kam er angerannt und forderte uns alle auf, mit rauszukommen. Er stellte sich in die Mitte des Gartens und zeigte mit dem Finger in den Himmel. Dort schwebte in etwa 150 Meter Höhe über uns ein riesiges blinkende Untertasse. Aus der Mitte Scheibe strahlte ein phosphoreszierendes lila Licht und an den Seiten hatte die Scheibe gelbe Bullaugen. Ähnlich wie an unseren Landhäusern, der Durchmesser der Scheibe war ca. 70 Meter und dann bewegte sich die Scheibe langsam, flog entlang dem Ufer der Bucht und verschwand dann hinter den Hügeln von Olkon. Es war Vollmond und die Sicht war so klar, dass keiner von uns anzweifeln konnte, was er dort gesehen hatte, sagte Rudensov. Während der gesamten Beobachtung soll das Objekt keinerlei Geräusche von sich gegeben haben. Nicht nur der Baikalsee ist einer der ungewöhnlichsten Orte dieser Welt, wo immer wieder unbekannte Objekte gesichtet werden. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sahen Passanten aus Schweden immer wieder merkwürdige Geisterraketen. Hier einmal ein kurzer Bericht vom Spiegel.de aus dem Jahre 2014. Der Spiegel.de schreibt folgendes. Eigentlich wollte Knut Lindbeck Heu ernten, doch stattdessen starrte der junge Schwede fassungslos in den Himmel. Genau wie seine Verlobte Peder Persson und alle anderen, die am 19. Juli 1946 am Ufer des Sees Kölmjaref im Norden Schweden standen. Ein brummendes Geräusch in der Luft hatte sie kurz vor Mittag erschreckt und die Leute trauten ihre Augen kaum. Ein merkwürdiges Flugobjekt bahnte sich seinen Weg Richtung See. Als ich nach oben schaute, dachte ich, es wäre ein Flugzeug, erzählte Lindbeck Jahre später dem UFO-Forscher Klaas Sven. Aber stattdessen sah ich ein raketenähnliches Objekt direkt in den See stürzen. Eine mächtige Wasserfontäne sei in die Höhe geschossen, als das Flugobjekt eintauchte. Gefolgt von einem zweiten größeren Wasserschwall, berichtet Lindbeck, die Rakete sei detoniert. Der Schwede war in einem Boot gestiegen und zu der Stelle gerudert, an der er die Explosion beobachtet hatte. Losgerissene Pflanzen trieben auf der Oberfläche. Das Wasser war undurchsichtig vom aufgewühlten Grund. Es war unmöglich zu erkennen, ob dort unten etwas lag, bedauerte Lindbeck. Etwa 2 Meter lang sei das Objekt gewesen. Vielleicht hatte es auch 2 kleine Flügel, meinte er sich zu erinnern. Es ging alles so schnell. So wie auch Lindbeck hatten 1946 noch viele andere Schweden, aber auch Finnen und Norweger ihre Köpfe Richtung Himmel gestreckt. Geheimnisvolle Flugobjekte zogen ihre Bahn über Skandinavien. Im Februar hat ein Flughafenmitarbeiter in Hernason die Landebahnbeleuchtungen eingeschaltet, weil zahlreiche Menschen Fluggeräusche zu hören glaubten.
Allerdings verhinderte ein Schneesturm zu diesem Zeitpunkt jegliche Flugaktivität. Zwei Motorradfahrer meinten am 21. Mai ein unidentifizierbares Flugobjekt in der Nähe der Stadt Örebro beobachtet zu haben. Einer der beiden vermutet zunächst ein Gleitflugzeug, weil er zwei Flügel erkennen konnte. So der Bericht vom Spiegel vom 22.10.2014. Schauen wir uns einmal nun den Baikalsee genauer über Google Earth an. Man stellt sich dann immer wieder die Frage, was macht dieser Ort so mysteriös? Und warum werden dort immer wieder ungewöhnliche UFOs gesichtet? Verbirgt dieser Ort oder dieser See ein Geheimnis? Könnte sich dort vielleicht eine Unterwasserbasis befinden? Zoomen wir erst ein bisschen näher heran, um zu sehen, ob dort irgendwas Ungewöhnliches auf dem Erscheinungsbild zu sehen ist. Auf den ersten Blick natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber laut eines Artikels von Svobodnaya Pressa leben die Außerirdischen hauptsächlich unter Wasser. Da sich die Begegnungen mit Außerirdischen häufen, wurden eigens eine Sondereinheit unter der Führung des Marineadmirals Nikolai Smirnov damit beauftragt, Ausschau nach den fremden Objekten zu halten. Nach den Berichten der Sondereinheit bewegte sich die fremden Objekte verdammt schnell, so dass sie den Gesetzen der Physik widersprochen haben. Anscheinend wurden ein russisches U-Boot sogar mal von 6 komischen Objekten verfolgt, die dann erst aufgaben, als das U-Boot an der Wasseroberfläche auftauchte. Von dem Objekt selber wäre bestimmt mal interessant, Bilder zu sehen, um genauer beurteilen zu können, um was es sich dort handelte. Eine Begegnung soll sogar schlecht ausgegangen sein, als Taucher versucht haben, die 3 Meter großen menschenähnlichen Objekte einzufangen. Angeblich starben 3 und 4 wurden schwer verletzt. Eine weitere interessante Entdeckung machte die Marine nach den Geheimberichten 1991. Sie sollen dabei in 600 Meter Tiefe 2 richtige große Pyramiden entdeckt haben. Sie sollen viel größer als die ägyptischen Pyramiden und 50 Jahre alt sein. Ob es nun auch in diesem Baikalsee ungewöhnliche Pyramidenformen oder Strukturen unter Wasser gibt, ist natürlich fraglich. Zumal aber dort immer wieder UFOs gesichtet werden, könnte gut möglich sein, dass sich dort vielleicht doch eine unterirdische Basis befindet. U-Boote können schon eine maximale Tiefe von 6000 Meter erreichen, aber dann sind sie schon an einer kritischen Zone angelangt. Zumal der Baikalsee eine Tiefe von 1642 Meter aufweist. Aber dort gibt es keine U-Boot-Basis. Und ein Taucher, dieser kann nicht in eine 1600 Meter Tiefe tauchen. Also vielleicht doch ein gutes Versteck für außerirdische Zivilisationen. Nicht nur an diesem Ort werden diese Usos gesichtet. Auch ein sehr interessanter UFO-Hotspot für Usos ist Schweden. Auch Brasilien zählt einen zu diesen Orten. Aber nicht nur das, auch in Kalifornien tauchen diese seltsamen Objekte auf. Besitzen wir eine Technologie, die uns ermöglicht, unter Wasser oder auch zugleich in der Luft sich fortzubewegen, ein sozusagen Unterwasserflugzeug? Ein Flugzeug, das versuchen würde, unter Wasser abzutauchen in einem Flugmanöver, würde reglich zerschmettert. Also von dieser Perspektive aus gesehen unmöglich. Was ist das Geheimnis also hinter diesen Uso-Sichtungen, die immer wieder gesichtet werden? Ich bin mal der Meinung, aus meiner Perspektive gesehen, dass dies keinen irdischen Ursprung haben dürfte. Auch wenn ich jetzt nichts Ungewöhnliches auf Google Earth über diesen See entdeckt habe, könnte vielleicht irgendwas noch dahinter stecken. Auch wenn man hier ranzoomt, sieht man immer wieder diese eigenartigen Strukturen, aber diese sind einfach sozusagen Felsformationen unter Wasser. Schreibt doch einmal eure Meinungen unter die Kommentare. Vielleicht gibt es ja noch weitere Hinweise über diese seltsamen Sichtungen. Eure Meinungen dazu sind gefragt. Ja, und in dem Fall beenden wir nun das Thema und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Starrte der junge Schwede fassungslos in den Himmel. Genau wie seine Verlobte Peder Berson und alle anderen, die am 19. Juli 1946 am Ufer des Sees
Tönjaröf im Norden Schweden standen. Ein brummendes Geräusch in der Luft hatte sie kurz vor Mittag erschreckt. Und die Leute trauten ihre Augen kaum. Ein merkwürdiges Flugobjekt bahnte sich seinen Weg Richtung See. Als ich nach oben schaute, dachte ich, es wäre ein Flugzeug, erzählte Lindbeck Jahre später dem UFO-Forscher Klaas Sven. Aber stattdessen sah ich ein raketenähnliches Objekt direkt in den See stürzen. Eine mächtige Wasserfontäne sah in die Höhe geschossen, als das Flugobjekt eintauchte. Gefolgt von einem zweiten größeren Wasserschwall, berichtet Lindbeck, die Rakete sei detoniert. Der Schwede war in einem Boot gestiegen und zu der Stelle gerudert, an der er die Explosion beobachtet hatte. Losgerissene Pflanzen trieben auf der Oberfläche. Das Wasser war undurchsichtig vom aufgewühlten Grund. Es war unmöglich zu erkennen, ob dort unten etwas lag, bedauerte Lindbeck. Etwa 2 Meter lang sei das Objekt gewesen. Vielleicht hatte es auch 2 kleine Flügel, meinte er sich zu erinnern. Es ging alles so schnell. So wie auch Lindbeck hatten 1946 noch viele andere Schweden, aber auch Finnen und Norweger ihre Köpfe Richtung Himmel gestreckt. Geheimnisvolle Flugobjekte zogen ihre Bahnen über Skandinavien. Im Februar hat ein Flughafenmitarbeiter in Hernason die Landebahnbeleuchtungen eingeschaltet, weil zahlreiche Menschen Fluggeräusche zu hören glaubten. Allerdings verhinderte ein Schneesturm zu diesem Zeitpunkt jegliche Flugaktivität. 2 Motorradfahrer meinten am 21. Mai ein unidentifizierbares Flugobjekt in der Nähe der Stadt Örebro beobachtet zu haben. Einer der beiden vermutet zunächst ein Gleitflugzeug, weil er 2 Flügel erkennen konnte. So der Bericht vom Spiegel vom 22.10.2014. Schauen wir uns einmal nun den Baikalsee genauer über Google Earth an. Man stellt sich dann immer wieder die Frage, was macht dieser Ort so mysteriös? Und warum werden dort immer wieder ungewöhnliche UFOs gesichtet? Verbirgt dieser Ort oder dieser See ein Geheimnis? Könnte sich dort vielleicht eine Unterwasserbasis befinden? Zoomen wir erst ein bisschen näher heran, um zu sehen, ob dort irgendwas Ungewöhnliches auf dem Erscheinungsbild zu sehen ist. Auf dem ersten Blick natürlich nichts Ungewöhnliches. Flugobjekt eintauchte. Gefolgt von einem zweiten größeren Wasserschwall, berichtet Lindbeck, die Rakete sei detoniert. Der Schwede war in einem Boot gestiegen und zu der Stelle gerudert, an der er die Explosion beobachtet hatte. Losgerissene Pflanzen trieben auf der Oberfläche. Das Wasser war undurchsichtig vom aufgewühlten Grund. Es war unmöglich zu erkennen, ob dort unten etwas lag, bedauerte Lindbeck. Etwa 2 Meter lang sei das Objekt gewesen. Vielleicht hatte es auch 2 kleine Flügel, meinte er sich zu erinnern. Es ging alles so schnell. So wie auch Lindbeck hatten 1946 noch viele andere Schweden, aber auch Finnen und Norweger ihre Köpfe Richtung Himmel gestreckt. Geheimnisvolle Flugobjekte zogen ihre Bahnen über Skandinavien. Im Februar hat ein Flughafenmitarbeiter in Hernason die Landebahnbeleuchtungen eingeschaltet, weil zahlreiche Menschen Fluggeräusche zu hören glaubten. Allerdings verhinderte ein Schneesturm zu diesem Zeitpunkt jegliche Flugaktivität. 2 Motorradfahrer meinten am 21. Mai ein unidentifizierbares Flugobjekt in der Nähe der Stadt Örebro beobachtet zu haben. Einer der beiden vermutet zunächst ein Gleitflugzeug, weil er 2 Flügel erkennen konnte. So der Bericht vom Spiegel vom 22.10.2014. Schauen wir uns einmal nun den Baikalsee genauer über Google Earth an. Man stellt sich dann immer wieder die Frage, was macht dieser Ort so mysteriös? Und warum werden dort immer wieder ungewöhnliche UFOs gesichtet? Verbirgt dieser Ort oder dieser See ein Geheimnis? Könnte sich dort vielleicht eine Unterwasserbasis befinden? Zoomen wir erst ein bisschen näher heran, um zu sehen, ob dort irgendwas Ungewöhnliches auf dem Erscheinungsbild zu sehen ist. Auf dem ersten Blick natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber laut eines Artikels von Svobodnaya Pressa
leben die Außerirdischen hauptsächlich unter Wasser. Da sich die Begegnungen mit Außerirdischen häufen, wurden eigens eine Sondereinheit unter der Führung des Marineadmirals Nikolai Smirnov damit beauftragt, Ausschau nach den fremden Objekten zu halten. Nach den Berichten der Sondereinheit bewegte sich die fremden Objekte verdammt schnell, so dass sie den Gesetzen der Physik widersprochen haben. Anscheinend wurden ein russisches U-Boot sogar mal von 6 komischen Objekten verfolgt, die dann erst aufgaben, als das U-Boot an der Wasseroberfläche auftauchte. Von dem Objekt selber wäre bestimmt mal interessant, Bilder zu sehen, um genauer beurteilen zu können, um was es sich dort handelte. Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde. Es geht um einen weiteren neuen Beitrag. Unser Thema heute sind unbekannte Seeobjekte, genannt auch UFOs. Eines der bekanntesten Sichtungsorten ist der Baikalsee in Russland. Denn in den letzten Jahren häufen sich die Berichte und Meldungen aus dem Baikalsee in Sibirien über rätselhafte Sichtungen und seltsame Ereignisse. Der Balkansee ist eines der tiefsten Süßwassergewässer. Er beträgt mit einer Tiefe von 1642 Meter und mit mehr als 25 Millionen Jahren der älteste Süßwasser der Erde. So berichtete Valerie Rudensow im Jahre 1987 von einer seltsamen Begegnung. Sie sah in der Region Irkutsk zusammen mit 12 anderen Personen etwas Außergewöhnliches. Gegen 0.20 Uhr ging einer unserer Jungs in den Garten. Ein paar Sekunden später kam er angerannt und forderte uns alle auf, mit rauszukommen. Er stellte sich in die Mitte des Gartens und zeigte mit dem Finger in den Himmel. Dort schwebte in etwa 150 Meter Höhe über uns ein riesiges blinkende Untertasse. Aus der Mitte Scheibe strahlte ein phosphoreszierendes lila Licht und an den Seiten hatte die Scheibe gelbe Bullaugen. Ähnlich wie an unseren Landhäusern, der Durchmesser der Scheibe war ca. 70 Meter und dann bewegte sich die Scheibe langsam, flog entlang dem Ufer der Bucht und verschwand dann hinter den Hügeln von Olkon. Es war Vollmond und die Sicht war so klar, dass keiner von uns anzweifeln konnte, was er dort gesehen hatte, sagte Rudensow. Während der gesamten Beobachtung soll das Objekt keinerlei Geräusche von sich gegeben haben. Nicht nur der Balkansee ist einer der ungewöhnlichsten Orte dieser Welt, wo immer wieder unbekannte Objekte gesichtet werden. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sahen Passanten aus Schweden immer wieder merkwürdige Geisterraketen. Hier einmal ein kurzer Bericht vom Spiegel.de. aus dem Jahre 2014. Der Spiegel.de schreibt folgendes. Eigentlich wollte Knut Lindbeck Heu ernten. Doch stattdessen starrte der junge Schwede fassungslos in den Himmel. Genau wie seine Verlobte Peder Berson und alle anderen, die am 19. Juli 1946